Flo fleißig, oh la la. Flo fleißig, oh la la. Ja, hallo, Flo fleißig. Zum vierten Mal sehen wir uns heute. Wie schön. Mich haben ganz viele Leute gefragt. Ja, Freifunk durch die Internet durch die Luft. Ist ja total tolle Idee. Aber wie kriegt man eigentlich raus, ob man das überhaupt irgendwie machen kann mit der Antenne und diesem Box und der Tupperbox und dem blauen Kabel und so und allem? Naja, und deshalb will ich heute euch mal zeigen, wie ich das gemacht habe. Man nimmt nämlich einfach erstmal seinen Computer und probiert mal, ob man durch die Luft auch so Internet kriegt. Machen wir einfach mal. Komm mal mit. So, jetzt probieren wir das mal. Also, das Internet kommt irgendwie durch die Luft. Das sind Pakete und die werden aufgefangen von einem Netz. Ist aber kein richtiges Netz, ja, kann man keine Fische mitfangen. Und das Netz, das besteht, das wird gehalten von so zwei Antennen. Und die zwei Antennen, die sind hier drinne in meinem Computer. Und jetzt muss ich gucken, ob ich Empfang habe. Ja, mein Computer sagt mir dann, dass die Antenne gerade wieder ein Paket aufgefangen hat und da ist kein Fisch drin, sondern da steht drauf irgendwas mit Freifunk zum Beispiel. Oder hier in Berlin, da heißt das olsr.experiment.net. Ja, OLSR, das ist das Rezept, aus dem der Computer aus dem Internet, das durch die Luft kommt, naja, wieder ja, irgendwas macht. Webseiten und so, ja, wisst ihr? Und Experiment ist es, ja, ist wie in der Schule ein Experiment, ja, im Physikunterricht, ja, das kann jeder nachmachen und es stinkt und kracht. Und Net, ja, naja, das ist Neudeutsch für Netz. Antennennetz. Jetzt gucken wir mal, ob wir das reinkriegen. Das hier ist die erste Position, ja, schön sitzen, aufrecht, gerade Rücken machen und dann gucken, ob wir das reinkriegen. Nee. Also die netzhaltenden Antennen, die da drinnen sind und die Pakete auffangen mit ihren großen Armen, die sind irgendwie auch da so, naja, also man kann auch mal probieren, die mal so ein bisschen zu drehen. Auch nichts. Ja, da drüben ist der Kirchturm. Drehen wir uns doch mal so. Auch nicht. Urbi et Orbi. Nee, auch nicht. Nee, hat auch nicht so richtig geklappt. Kommt mal mit. Auch nicht! Bisschen was! Also irgendwie klappt das noch nicht. Ich glaube, ich muss noch mal ein bisschen in Ruhe ausprobieren. Sehen wir gleich wieder. Also am Ende habe ich rausgekriegt, dass ich Freifunk Empfang habe, wenn ich mir ein Netzwerkkabel um den Hals wickel, einen Elefanten zwischen den Beinen habe, meine Mütze in den Mund nehme und den Computer ganz hoch halte. Und jetzt habe ich Freifunk. Hurra! Okay,
Natürlich ist es nicht ganz so schwierig. Bisschen Eigeninitiative muss schon sein. Naja. Und so habe ich gemerkt, dass ich auch so schon in meinem Computer Internet durch die Luft bekomme. Naja, und dann, ihr wisst ja schon, Antenne bauen, Tupperbox, Strom und so. Ganz, ganz einfach. Macht eine Menge Spaß. Solltet ihr auch mal ausprobieren. Und bei dem allen habe ich noch gemerkt, dass überall in Kreuzberg aus den Kaminen es nach Fett riecht. Naja, ihr wisst ja, wie in der Schule. Kann jeder nachmachen, schmeckt. Aber es lohnt sich. Und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Flo Fleißig. Tschüss. Flo Fleißig, oh la la.